Wer tatsächlich geglaubt haben sollte, dass in der Politik Inhalte wichtiger sind als Personen, weiß SP-testens sei der Wahl im Saarland besser. Es sind die Menschen an der Spitze von Parteien, die wer Sieg oder Niederlage entscheiden, nicht die Programme. Das kann man gut oder schlecht finden, ich finde es gut. Man kann es aber nicht ändern. Wie sehr eine Person den Unterschied machen kann, hat in diesem Jahr die SPD bewiesen, bei der sich auch er dem Spitzenkandidaten ja nichts verändert hat. Aber das reicht, um in Umfragen mal eben um ein Drittel zuzulegen. Und die CDU hat im Saarland vor allem deshalb obsiegt, weil es Annegret Kramp-Karrenbauer gibt. Menschen gewinnen Wahlen, im kleinen Saarland genauso wie im großen Baden-Württemberg, wo die Gernen ohne Winfried Kretschmann niemals den Ministerpräsidenten stellen werden. Oder wie in Rheinland-Pfalz, wo die SPD sogar in Sigmar Gabriel-Zeiten triumphieren konnte dank Regierungschefin Melu Dreyer. Der Schulz-Effekt, wer den mit Blick auf die Entwicklung der SPD im Moment alle sprechen, ist also nichts Besonderes. Im Gegenteil, es ist normal, dass die Gesichter einer Partei oder einer Bewegung diese am stärksten PR gehen. Denken wir nur an die Begeisterung, wer den ehemaligen amerikanischen PR-Präsidenten Barack Obama, dem bei seinem Amtsantritt ein so banaler wie genialer Satz wie Yes, we can reichte, um als Earl sehr gefeiert zu werden. Merke, es kommt nicht darauf an, was man sagt. Es kommt darauf an, wer es sagt und wie. Auch wenn es FR Intellektuelle hart klingen mag, Statur, Aussehen und Körpersprache eines Politikers dürften FR seinen, schnellen, Erfolg wichtiger sein als alles andere. Kleiner Test, was genau FLLT Ihnen spontan inhaltlich zu Kanadas Premier Justin Trudeau ein? Ist ein smarter Typ ZHLT nicht? Nun gibt es diese Personeneffekte natürlich nicht nur im Obama und Trudeau Sinne. Politiker können das Bild ihrer Partei natürlich auch negativ beeinflussen. Wozu das öffnen kann, haben wir bei den US-Wahlen erlebt, bei denen Hillary Clinton als Kandidatin der Demokraten derart unbeliebt war, dass es Donald Trump tatsächlich ins Weiße Haus schaffen konnte. Mit Aussagen, bei denen wir uns am liebsten die Ohren zu halten werden. Doch, siehe oben, es geht nicht darum, was man sagt. Die Wähler sehen, was sie sehen, und haben, was sie wollen. Wie der Schulz-Effekt Merkel hilft. Was das jetzt für die SPD und Martin Schulz bedeutet. Erst einmal, dass sie mit dem Wechsel an der Parteispitze und mit dem 100% Votum auf dem Parteitag vieles richtig gemacht hat. Ja, es gibt einen Schulz-Effekt, und der wird sicher bis zur Bundestagswahl anhalten, schließlich ist die schon in einem halben Jahr. Aber, und das hat die Wahl im Saarland gezeigt, so ein Effekt wirkt nicht nur in eine Richtung. Martin Schulz mobilisiert nicht ausschließlich die Wähler der SPD, sondern auch jene der CDU-CSU, die sich die politischen Scharn-TZEL bisher in der Gewissheit angesehen haben, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel unschlagbar ist, was wir doch alle bis vor wenigen Wochen gedacht haben. Schulz hat diese Sicherheit erstätet, erschert zudem die Angst vor einem rot-roten oder rot-rot-gernen Bündnis. Das sorgt im konservativen Lager FR-Bewegung, und wie?